Und willkommen im nächsten Part von Let's Play Starbound. Ja, und wie ihr das auch gerade sehen könnt, ich nehme wirklich am Stück auf. Wir fahren jetzt mal zu Kinseys Behausung und gucken da mal, was es dort Schönes gibt. Ja, super. Die Karre sieht mal auch super aus, Junge. 2 Sekunden eine Karre schon. Alter. Schon passiert so eine Scheiße. Ah, sieht aber super abgelegen aus. Das heißt, hier werden wir gut unterkommen. Ach, Kind. Kinsey? All your stuff's gone. What? Damn it! Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means... There's no more safe houses for us in the city. Right. So, what do we do about that? Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Got it. Anything else? Just hang in there. I promise I'll find a way to get you out. The sooner the better. Die Grundlagen haben wir geschafft. Mit der geilen Mucke im Hintergrund fahren wir auch mal fort. Bargeld 2000 Credits nenne ich die jetzt mal. Das einzige alienhafte Geld, das mir jetzt gerade einfällt. Whisper, oh ne, EP sind das hier. Erfahrungspunkte. Begleiter, Fahrzeuglieferung. Bitte, dann kannst du Fahrzeuglieferung im Telefonbuch. Nice. Während du in einem Fahrzeug bist, kannst du es mit N speichern. Wer braucht schon eine Garage, wenn man ein Fahrzeug einfach so materialisieren lassen kann? Hammer! Mit N in einem Fahrzeug. Ich suche mir jetzt gleich mal ein gut neues... Ja, Upgrade kann man machen, aber ich suche mir gleich mal ein neues Fahrzeug raus, bevor ich das dann noch vergesse. Und eine neue Nachricht haben wir auch noch. Ich steige mal aus. Ist mir zu brenzlig geworden. Kann ich gleich später auch nochmal neue Klamotten einkaufen, weil das müssen wir dringend machen. Aber ich glaube, dafür gibt es auch nochmal eine Mission. Air Shuttle. Oh. Was haben wir hier denn für neue Waffen? Hammer! Hammer! Was haben wir hier denn für schicke Waffen? Oh, ein Optimus Truck! Optimus Truck! Ein Optimus Truck! Optimus Prime! Oh, scheiße, ich bin verwundet. Zur Hölle! Oh. Okay, dann drücke ich jetzt mal Tabulator. Gehen wir gleich auf die Upgrades. So, 2 haben wir verfügbar, ist das vermutlich. Fähigkeiten, Ausdauererhöhung. Nicht schlecht, was gibt es sonst noch so? Gesundheit. Passantengemetzel. Fußgänger lassen jetzt Gesundheitspickups fallen, wenn sie sterben. Das finde ich schon mal ganz gut. Gesundheitsupgrade mache ich sofort. Gesundheit ist überall super. Haben wir jetzt noch einen? Oder wo kann ich das sehen? Ach, ich muss die diesmal mit Geld upgraden. Okay, Aufträge. Dann die Regeln, Zeit das Tempo zu erhöhen. Ah, fangen wir gleich damit an. Loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now, which I'm having trouble locking onto. Once in the general area of a cluster, I should be able to direct you to its location. Okay. Kinsey, why are you sending me after these things? And where exactly are they? I'm still trying to figure out precisely what they are, but they seem like they'll be useful. There are several near my warehouse. I can't pinpoint their exact locations, but I marked the general areas for you. Okay. Damn.
Ich nehme jetzt mal einfach mal die hier mit, weil bei der einfach. Watch your proximity meter to see if you're getting closer to the cluster or farther away. Ich nehme jetzt einfach mal die in die Hand und nicht die Alien-Waffe, weil ich die Alien-Waffe einfach wertvoller finde. Aber hier haben wir sie. I think I got one, Kenzie. You sure this thing's safe? Safe-ish. Just keep getting them. Alles klar. Dann sammeln wir mal geschwind die Datensammlung. Oh, I love this song. Come on, Kenzie, sing it with me. No, I don't think so. Oh, come on! I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come together. Now your turn, come on. And you know it ain't fiction. Come on! No. Kenzie, that's an order from your president. Fuck that. This is why we aren't closer. Oh. Ach, ich verpasse schon wieder. Hey, lass das Radio weiterlaufen. Wie kann man hier ein Radio umstellen? Oh. Nein, so nicht. Autotorpedo. Hammer. Wow. Das hat mich gleich von den Socken gerissen. Scheiße, ich bin fast tot. Oder? Oder dann nicht? Okay, ist das das Teil, das ich finden soll? Ja. Alles klar, auf zum nächsten. Incomplete, but amazing. I know I'm gonna regret this, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. Huh. I actually kind of understand that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope. Never mind. You're talking gibberish again. Ugh. It's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. Ich wieder die Einfahrt verpasst. Ich bin immer mal wieder ein bisschen ruhig, wenn die miteinander reden, damit ihr das auch alles hört und nicht durch mein Gelaber, naja, abgebrochen werdet. Und ich muss mal lernen, ein bisschen langsamer zu fahren, wenn ich sehe, dass wir uns in der Kurve nähern. Oh. Nehme ich. Oh, ich drück mal N. Zack, das Auto. Können wir nun immer rufen. Dann werden wir auch uns auch mal ansehen, wie sich das anhört. Mm, der schnurrt aber auch ganz schick. Oder nehmen wir lieber hier so einen. Ich guck mich mal hier kurz um. Der sieht auch mal schick aus. Aber ich bleib einfach mal bei dem. Oh, da ganz hinten ist noch eine. Falls es die ist, die wir suchen. Ja, ich glaube, das ist die, die wir suchen. Ja, das ist sie. So, three of these enough? Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Okay, noch eins davon, dann. So, with these data thingies. Clusters. Fine, clusters. Ficker. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? To give his people a... Probieren wir es nur kurz aus. Das Gespräch könnt ihr gleich weiter... Oh, dann nicht. Ah doch, okay doch. Telefon. Fahrzeuglieferung. Ihr Bad Boss. Boost or something. I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Yeah, but what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just gonna accept this and move on. Probably better that way. Nice! Jetzt haben wir ein schickes Auto, das wir uns immer rufen lassen können. Meint der Tutu! Easy! Wow. Wir müssen auf jeden Fall noch was mit unseren Klamotten machen.
Nein, 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 warte, 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 warte. Holy shit! Zenyat destroyed my apartment. Fuck. Das war so ein schickes Auto. I always thought it had character. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your hub. Fuck, ich wollte dieses Auto haben. Kräftemenü. Kräfte. Beide Kräfte kaufen. Super Sprint. Nehme ich. Kannst du schneller laufen als Autos. Okay. Super Sprung. Wandsprung. Kannst du nun senkrechte Oberflächen hinauflaufen. Alles klar. Wow. This feels awesome. Here, let me load up a training program for you to test your powers. Wow, was war das denn für ein Spacko? What am I supposed to do in here? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Okay, try focusing on charging your jump. That should get you higher. Okay. Matrix style. How the hell am I supposed to jump up that? Try pushing off from the wall each jump. I can climb walls? It'd be more accurate to say you can jump off them repeatedly. Same difference. Whoa! This time I blew the buildings apart. Try making that jump. Das ist wirklich Matrix-Style. I'm liking this. Okay, ja, mir gefällt's auch. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Oh, you gotta be joking. Just try it. Fun, but I want something more challenging. Good, because I found a race subroutine already in the city. Perfect. See? You did it! Oh, da lang? Ah, nee, doch nicht. Das ist immer noch die gleiche Herausforderung. Nice, aber solche Superkräfte, die gefallen mir sehr. Collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck. Okay. Dann haben wir jetzt auch mal ein Rennen in Saints Row 4. Alles klar. Look at his skin. It's an orange. Fuck, fuck, fuck. What's all this stuff here anyway? Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. That means something to me? It means Fuck. The simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Sounds simple enough? It did the first time I said it too. You know I love you, kid. Lies. I drop it! Komm. Oh, wir können Autos wegfetzen. Wie Hammer ist das denn? New. Oh fuck, wir müssen hier noch hoch. Nein, hä? Junge, geh da hoch! Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Jetzt kann ich mir Bronze auch noch in den Arsch schieben. Oh. Triff die Schubkugeln, beginne deinen Sprung aufzuladen. Okay, los, los, los. Das packen wir diesmal, das packen wir diesmal. 3, 2, 1.
What's all this stuff here anyway? Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. That means something to me? Oh. It means the simulation Kinders. And we're able to control. Und damit ist der Part auch zu Ende, also sehen wir uns im nächsten Part wieder von Let's Play Saints Row 4. Ciao Leute, danke fürs Zusehen.